Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, unser Araber ist sozusagen fertig in seinem Zuchtstall. Wir brauchen hier aber Platz und da wir jetzt zwei T4 Knappstruppe haben, können wir den Derby verkaufen. Er ist leider erst Level 6, aber ja, wir brauchen den Platz für unseren Araber. Da möchte ich nicht drauf warten. So. Die Lara heißt sie momentan noch, aber sie wird auf jeden Fall den Namen ihrer Mutter bekommen. Und wenn wir dann ja, den Hengst dazu haben, gibt es dann nur noch die T4-Araber. Ich werde dann die T3er verkaufen. Und ja, es lohnt ja nicht, dann viermal die gleiche Rasse zu haben. Immer wertetechnisch dann doch hier die Vierer sind ja schon besser. So, du zeigst dich nicht wirklich gerne von der Seite. Aber schick ist sie auf jeden Fall. Ja, Möhrchen füttern möchte ich jetzt ungern. Muss ich ehrlich sagen. Da ich hier noch einiges wieder mischen lassen muss an Futter. Mir fehlt jetzt aber Hafer. Und Möhrchen sind aber auch nicht mehr so in unbegrenzter Anzahl da. Von daher ja, wird die Kleine jetzt auch mit auf die Weide kommen. Toni ist da schon unterwegs. Und ja, sind sie wenigstens nicht alleine. Gut. Dann schauen wir mal die Post an. Ich war Stallbursche bei euch und kriege 1800 Münzen. Sehr schön. Dann wurde gezüchtet. 4957 Münzen. Sehr schön. Ich hoffe, es hat geklappt. Ja, Unbekannte haben mein Dorf besucht und haben meine Pferde gestreichelt. Ja, ich glaube nicht, dass ich das vergessen habe, aber okay. Gib mit deinen Champions an. Nee, wir geben nicht mit unseren Pferden an. Wir sind einfach froh, dass wir sie haben. So. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal das Quiz. Füssen ist eine Stadt in welchem deutschen Bundesland? Bremen, Berlin, Bayern. Das ist Bayern. Boah, fünfmal Honigfutter oder Honigkekse. Vervollständige das Sprichwort. Immer sachte mit den jungen, alten, wilden Pferden. Mit den jungen Pferden. Diamanten nehmen wir natürlich immer gerne. Und wie lautet das brasilianische Wort für Pferd? Cavalete, Cavallo, Cavaco. Ich glaube, das ist Cavallo oder wie auch immer man das aussprechen möchte. Es gab Soja. Oh, sehr gut. Hafer ist fertig. So, dann muss ich erst noch mal schauen. Wir brauchten auf jeden Fall Möhrenmuffins. Ob die jetzt schon ja, in Produktion sind oder nicht. Ja, sind in Produktion, aber die Weide sieht noch nicht gut aus. So, dann die erste Tickpony-Zucht. Ja, Stufe 2 brauchen wir nicht nochmal. Wir versuchen es auf jeden Fall weiter. 17.600, ja. Das Züchter-Event ist vorbei. Man merkt, es kostet gleich wieder viel mehr. Und es klappt nicht. Na gut. Dann war das heute schon mal ein Fail. Aber wir schauen dann mal weiter nach Deutschland. So, hier gibt es ja noch unsere Knappstruppe 3 Stute, die wir verkaufen können jetzt. Aber vorher drehen wir noch mal am Glücksrad. Vielleicht kriegen wir da auch noch mal Diamanten. Das wäre ja echt schön. Ja. Die Chance hätten wir zumindest. Ah.
Aber es werden, ja, Müsli-Riegel. Na gut, 45 Diamanten nehmen wir dann natürlich gleich sehr, sehr gerne. Und den Platz auch. So. Okay, jetzt gucken wir mal zu den Shire Horse. Da war die Zucht nicht erfolgreich. Verkaufen wir den guten mal. Und züchten. Na, da braucht er heute lange. Mal sehen, ob es klappt mit dem Stufe 2er. Nee, auch hier klappt's nicht. Schade. Sky heißt die Gute, die wir als nächstes bekommen. Na gut, dann schauen wir gleich nochmal die Pferde durch, die umbenannt werden können. Das sind ja doch ein paar. Also ein paar, die auf jeden Fall bleiben, wo ich schon denke, die können einen anderen Namen vertragen. Und wenn ihr da was wisst, wäre es super, wenn ihr das dann in die Kommentare schreibt. So. Ich freue mich da immer über Namensvorschläge. So, hier, die Zucht ist noch nicht fertig, war sowieso nicht erfolgreich. Wir könnten verkürzen und dann aber wieder über 100.000 zahlen. Na, ich glaube, da warten wir jetzt erstmal einen Tag. Gut. Ja, wenn wir hier sowieso nicht weitermachen können, dann können wir ja mal mit Jane. Wir können sie uns ja nochmal kurz angucken. Jane finde ich jetzt nicht so schlimm als Dame, aber sie kann trotzdem auch einen anderen Namen vertragen. Ich meine, immerhin ist sie ein exklusives Derby-Pferd. Und vielleicht fällt euch da ja was ein. Ich hätte sie sonst wahrscheinlich Daydream genannt. Nach einer ja doch recht erfolgreichen Rennstute. Aber ja, vielleicht fällt euch ja noch mal was anderes ein, was auch super zu ihr passt. Das wäre dann Nummer 1. Stufe 1, egal was ich behalte, bleibt bei Edi. Das ist schon mal klar. So, wen haben wir hier? Ja, Peggy bleibt dabei. Wilma, da müssen wir noch weiter züchten. Bei denen müssen wir auch noch überall weiter züchten. Ginger bleibt Ginger, das steht schon fest. Ja. Hier ist, denke ich mal, nicht so viel. Aspiranto hat ja schon einen anderen Namen. Ja, bei ihr bin ich mir ja nicht sicher. Da müssen wir auch noch weiter züchten, ob sie dann im Endeffekt bleibt. Wir haben hier noch echt viel zu züchten, muss ich sagen. Ja. Mehr als Jane wäre dann hier momentan zumindest nicht umzubenennen. Dann gehen wir mal nach Deutschland. Ich denke mal, Montana und Frankreich gibt es die meisten. Oder es stehen dann die meisten. So, hier müsste genau der Tocayo. Den können wir uns auch nochmal anschauen. Der braucht auch einen tollen Namen. Ja, er bleibt auf jeden Fall, auch wenn er keinen Stempel hat. Ja, komm, zeig dich doch mal. Möchtest du nicht? Müssen wir wirklich zum Ankleiden gehen? Aha. Ja, leider ohne Stempel, aber trotzdem total schicker Kerl. Und ja, den Namen, den er momentan hat, finde ich einfach nicht so schön. Ja, diese Standardnamen, es kann schon mal sein, dass da ein schöner bei ist und dass es auch einfach passt. Aber bei ihm finde ich irgendwie nicht. So. Avatar K.
kann man machen, muss aber auch nicht. Vielleicht habt ihr ja für den Knappstupper auch nochmal einen anderen Namen. Und die Oldenburger Stute, Lucia, muss jetzt auch nicht sein. Vielleicht irgendwas, was zu Lucky passt. Zu meinem Hengst. Mal sehen. Vielleicht fällt euch da ja was Schönes ein. Ja, die Tinkerstute Stufe 2 darf auf jeden Fall auch einen anderen Namen haben. Das englische Vollblut, da müssen wir noch weiter züchten. Hier, unsere Orlotraberstute Eva darf auch umbenannt werden. Ja, mit dem Orlotraber Stufe 3 bin ich mir jetzt nicht sicher, ob er wirklich bleibt. Wenn er bleibt, braucht er einen anderen Namen. Wenn er geht, ist das ja sowieso egal. Na hier, der gute Mario. Der muss noch ein bisschen trainiert werden, dann kommt mal raus. Und dann wird uns Mario leider verlassen. Denn Stufe 2 gefällt mir einfach optisch viel, viel besser. Von daher, ja, wäre das zu viel Platz. So, der Ocean Self-Rosé Stufe 3 darf auch umbenannt werden. Rio, unsere Onyx-Einhundstute Stufe 2 darf auch einen anderen Namen bekommen. Toffee bleibt. Billy bleibt, glaube ich, auch. Ich weiß nicht warum, aber das war unser erstes Clydesdale. Ich hänge irgendwie so ein bisschen an ihm. Und ja, der Name darf bleiben. Ja, beim Araber Stufe 1, der kommt wahrscheinlich auch weg. Von daher braucht er keinen anderen Namen. Canadiens müssen wir noch züchten. Dann irische Sportpferde müssen wir noch züchten. Ja, niederländisches Warmblut haben wir ja gezüchtet. Da kann der Scout auch einen anderen Namen vertragen. Definitiv. Ja, Canadiens Stufe 2. Müssen wir mal noch weitermachen. Ich meine, Stufe 3 haben wir noch nicht. Deswegen bin ich mir dann nicht sicher, wer bleibt. Ja, belgisches Warmblut Stufe 3 darf definitiv umbenannt werden. Martin ist jetzt nicht so ein ganz toller Name, finde ich. So, da müssen wir noch züchten. Ruby gehört zu den Canadiens. Hier, unser niederländisches Warmblut Stufe 3 darf umbenannt werden. Definitiv. Eloisa ist jetzt auch nicht so ein ganz toller Name. Ja, und der Rest? Ja gut, unser Orlotraber Hengst Stufe 4 darf auch. Ramon passt, finde ich, zum eben nicht. Nicht wirklich. So, da haben wir hier doch einige Pferde, die umbenannt werden dürfen. Auf nach Frankreich, da gibt es bestimmt auch noch viele. Ja, ich bin einfach sehr unkreativ, muss ich mal sagen. Das ist ein bisschen schade. So, wen haben wir denn hier? Da müssen wir noch züchten. Hier warten wir auf die T4-Pferde, die kommen ja als nächstes raus, das Zertifikat. Ich hoffe, dass wir es kriegen. Ja, aber vielleicht habt ihr ja schon mal Namen für die Gotland-Ponys. Auf jeden Fall ein Hengst oder Stute werden auf jeden Fall bleiben. Ob jetzt T4 oder T3, wird sich dann zeigen, aber auf jeden Fall brauchen die schönen Namen. Die Namen finde ich jetzt nicht so super passend. Ja, Harry kann umbenannt werden, definitiv auch. Unser Dartmouth-Pony Stufe 3. Unsere Gelderland-Stufe, Quatsch. Unsere Gelderland-Stute Stufe 3 darf auch einen anderen Namen bekommen. Da müssen wir noch züchten. Mona ist ein Morgan, da müssen wir auch noch züchten. Da haben wir, glaube ich, noch nicht mal mehr einen Hengst. Oder noch nicht mal einen Hengst. Hekuba darf definitiv umbenannt werden. Groninger Stufe 2 ist sie. Stütchen. Ja, nee, Welchponys müssen wir noch züchten. American Indian Ginny darf auch umbenannt werden. Dann, ja, King kann, glaube ich, bleiben. Emma habe ich schon umbenannt. Millie, Groninger Stufe 3, darf auch einen anderen Namen bekommen. Hatten wir nicht eben schon Groninger Stütchen Stufe 2? Hekuba, ne? Ja, wieso haben wir denn die gute Dame noch? Wir haben doch
unseren Star. Der Star darf auch einen anderen Namen bekommen. Ich glaube, dann kommt hier Kuba wahrscheinlich doch noch weg. Ich glaube, die stelle ich erstmal raus zum Trainieren. Dann kommt unser Gotland-Pony erstmal rein. So. Unser Shetty Stufe 1 bleibt ähnlich. Von daher ist egal, dass der genauso heißt wie unser Onyx-Einhorn. Niki ist Self-Rosé Stufe 2, darf auch umbenannt werden. Remo Meron Stufe 2 darf auch einen anderen Namen bekommen. Mensch, Gott, da sind doch einige, die umbenannt werden dürfen. So, das war Frankreich. Jetzt schauen wir nochmal nach Montana. Da sind ja nochmal einige Pferde mehr. Und aber ich glaube, da sind auch schon die meisten umbenannt worden mal, weil wir ja in Montana gestartet sind. Aber wir schauen mal, wen es da noch so gibt. Ja, Mirsha und Dragon dürfen auch einen anderen Namen bekommen, die beiden Tinker. Da wir aber auf jeden Fall versuchen, eine Stufe 4 T4-Zertifikat freizuschalten, kann es dann auch sein, dass es dann Namen für das T4 werden würden, dass ich die da übernehme. Schauen wir mal. Echo, Missouri Foxtrotter kann eigentlich bleiben, glaube ich. Echo fand ich ganz cool, Nash fand ich ganz cool. Olivia darf umbenannt werden. Andalusia Stute Stufe 2. Haflinger müssen wir noch züchten. Das bringt nicht viel. Magic fand ich ganz cool, aber Pearl passt halt gar nicht zu dem angenommenen Hengst. Darf einen anderen Namen haben. Also wenn euch da was einfällt, bitte, bitte schreiben. Sonst muss ich mich demnächst nochmal ransetzen. Also wenigstens so ein paar umbenennen. Die haben schon andere Namen. Ja, unser Andalusia-Hengst darf auch einen anderen Namen haben. Amran finde ich einfach nicht schön. So, hier müssen wir noch züchten. So, wo sind unsere Pferde hin? Da müssen wir auch noch züchten. Das bringt noch nichts. So, Leica ist schon umbenannt. Hier unser Kleidstil, Stufe 3. Leiden darf auch einen anderen Namen haben. Kann er gut vertragen. Ja, sind alle noch in der Zucht. Württemberger sind wir noch nicht fertig. KPWN darf auch, ja, die Stute auf jeden Fall einen anderen Namen haben. Und dann hier züchten wir noch. Jade ist unser Palooza. Viking kann auch umbenannt werden. Unser KPWN-Hengst Stufe 3. Stufe 4 haben wir ja leider noch nicht freischalten können. Vielleicht beim nächsten Mal. Ich hoffe es sehr. Ja, Württemberger sind wir noch dabei. Ist auch eine Württemberger Stute. Die sind alle Stufe 1. Ja, Sunny ist unser Mustang. Die wurde ja schon umbenannt. Ja, dann hätten wir das. Bei den Schützen warten wir dann auch erstmal auf Stufe 2 und 3. Dann schauen wir, wer behalten wird. Und aber wenn euch für die Sternzeichen auch Namen einfallen, einfach schon mal schreiben. Ich werde es mir notieren und werde dann einfach mal drauf schauen, wenn wir denn endlich ja, bei den Sternzeichen auch mal Zuchterfolge zu vermelden haben. Na gut, dann Hafer einmal ernten. Das ist momentan sehr wichtig. Und dann haben wir noch eine Daily. 500 Mützen im Jagdrennen in Russland. Das machen wir jetzt auch nochmal. Russland. Mal schauen, mit wem starten wir da. Vielleicht auch mal mit dem Schützen. Ich meine, der ist aber richtig langsam dann. Oder mit Kaspar. Wir können mal mit Kaspar starten. Mit dem waren wir noch gar nicht unterwegs. Ja, nehmen wir mal den Boost ab. Ja, Werte sind jetzt natürlich nicht so genial. Aber er ist ja auch nur Stufe 1. Aber er passt schon relativ gut hier hin, finde ich.
Das Blau. Und so schlecht ist er jetzt auch nicht. Gut, er ist nicht gerade flott. Entschuldigt. Ja, jetzt habe ich es ein bisschen versaut. Schade. Na gut, aber auch in Russland kommt man bestimmt, wenn man es nicht hängen bleibt, 800 Meter schafft man bestimmt mit ihm. Huch. Na, vielleicht schaffen wir sogar noch 800 Meter, wären die 1000 Meter wahrscheinlich auch noch drin, wenn man keinen Fail reinbaut und eventuell Ausdauerverbesserungen nimmt, dann kommt man nochmal weiter. Hier geht das ja. Ich finde 300 Münzen oder was das kostet, geht. Ja, wir haben sogar die 800 Meter noch geschafft. 900 Meter, also... Ja, das ist doch recht erfolgreich. Und, oh ja, mein legendäres Lava-Einhorn. Oha, alles auf Diamant. Sehr nice. Edi. Ein legendäres englisches Vollblut, Da Vinci. Nochmal Edi, dann kommen wir und dann kommt ein Ornutraber. Okay. Na gut, dann war das doch recht erfolgreich. Unsere Zuchten leider nicht. Aber, naja gut, vielleicht dann beim T4 Araberhengst. Wäre schön, wenn das dann doch recht schnell klappt. Na gut, beim nächsten Mal sollte zumindest Toni dann erwachsen sein. Wir schauen jetzt nochmal zu Ronja in die Box. Ich glaube, sie hat den Level up. Genau, sie ist Level 14 und wir haben die Chance auf Diamanten. Oder fruchtiges Futter ist das, glaube ich, gewesen. Oder Münzen. Mal schauen. Die Diamanten wären natürlich das Schönste. Und es werden die Diamanten... Oh, 28 gleich. Hm. Sehr schön. 114 werden wir bekommen, wenn wir sie verkaufen. Aber definitiv nein. Sie ist doch schon mehr wert als die 114 Diamanten. Alle Werte auf Diamant. Von daher definitiv für uns sehr, sehr wertvoll. Na gut, dann werden wir mal schauen. Ich freue mich auf eure Namensvorschläge, wen wir denn dann demnächst umbenennen können, wie das denn mit den Zuchten hier weiterläuft, mit der Araberzucht. Ich bin erstmal sehr gespannt, wie er denn aussieht, wenn der Gute erwachsen ist oder die Gute. Den Hengst brauchen wir ja noch. Und ja, dann geht es eventuell demnächst auch nochmal ein bisschen weiter mit dem Dekorieren. Vielleicht dann mal in Großbritannien. Da haben wir jetzt so viel Deko von dem Gelbe Rose Event und Black Beauty Event und so. Da sollte ich vielleicht mal ja, schauen, dass das alles vernünftig aussieht. Na gut, dann würde ich aber sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.